Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Wir lesen heute zusammen die Seite 892, werden Kapitel 35 durchgehen und Kapitel 36 beginnen. Und wir werden heute eine Weissagung gegen Edom lesen und auch sehen, wie Gott jetzt ankündigt, dass er sein Volk zurückführen wird und was er für eine wundervolle Zukunft er ihnen verspricht. Und bevor wir das tun, lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, auch uns versprichst du eine großartige Zukunft, eine Zukunft in deiner Gegenwart, in Fülle, in Harmonie. Herr, und auf diesen Tag freuen wir uns schon, wenn wir dieses Geschenk endlich in Anspruch nehmen dürfen. Wenn wir heute diese Worte lesen, lass uns auch daran denken, dass auch wir ein großes Versprechen von dir bekommen haben. Amen. Kapitel 35, Vers 1. Und hier ist die Weissagung gegen das Gebirge Seir, das in Edom liegt. Und das Wort des Herrn ging an mich folgendermaßen. Menschensohn, wende dein Angesicht gegen das Gebirge Seir und weissage gegen dasselbe. Also Seir ist Edom und es liegt südöstlich von Israel. Und sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich komme über dich, du Gebirge Seir. Ich will meine Hand gegen dich ausstrecken und dich zu einer schrecklichen Wüste und Einöde machen. Deine Städte will ich in Trümmer legen und zu einer schrecklichen Wüste sollst du werden. Und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Wir erinnern uns, dass wir schon im Buch Jeremia und auch im Buch Hesekiel schon Fremdvölkersprüche über Edom gelesen haben und dass auch sie ganz besonders das Gericht ereilen wird, weil sie ja, Israel sehr feindlich gesinnt waren und ihre Schwäche ausgenutzt haben. Aber wir kommen gleich noch dazu. Weil du ewige Feindschaft hegst und die Kinder Israels der Schärfe des Schwertes überliefert hast zur Zeit ihres Unglücks, zur Zeit der Sünde des Endes, darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich will dich bluten lassen und Blut soll dich verfolgen, weil du das Blutvergießen nicht gescheut hast, so soll das Blut auch dich verfolgen. Also die Edomiter, die waren sehr feindlich gegen über Israel und in dem Zeitraum, in dem sie von den Babyloniern überrannt worden und ausgeplündert waren, haben die Edomiter diese Gunst der Stunde ausgenutzt und haben nachgelegt, sind auch nach Israel und haben dort Land eingenommen, haben noch mehr Plünderung betrieben und waren richtig grausam. Und Gott hat dieses Verhalten für ganz schändlich gehalten und bestraft die Edomiter auch dafür. Und ich will das Gebirge Seir zu einer schrecklichen Wüste und Einöde machen und alle Hin- und Herziehenden daraus vertilgen. Ich will seine Berge mit seinen Erschlagenen füllen, ja, auf deinen Hügeln und in deinen Tälern und allen deinen Gründen sollen vom Schwert Erschlagene fallen. Zur ewigen Wüste will ich dich machen und deine Städte sollen unbewohnt bleiben und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Hier kommt dieser Satz zum zweiten Mal an die Edomiter gerichtet. Weil du gesagt hast, diese beiden Völker und diese beiden Länder sollen mir gehören und wir wollen ihr Gebiet einnehmen, obgleich der Herr dort gewesen ist, so spricht Gott der Herr, so wahr ich lebe. Ich will mit dir handeln nach deinem Zorn und nach deiner Eifersucht, wie du auch nach deinem Hass mit ihnen gehandelt hast. Und ich werde mich bei ihnen zu erkennen geben, wenn ich dich richte. Ja, wir lernen interessanterweise, dass die Edomiter versucht haben, beide Teile des Landes Israel, also Nord und Süd, einzunehmen. Sie haben tatsächlich Landeroberungen in beiden Teilen vorgenommen und sich nicht gescheut, dass es den Israeliten gerade überhaupt nicht gut geht, sondern völlig egoistisch einfach Feldzüge betrieben. Du aber sollst erkennen, dass ich, der Herr, alle deine Lästerungen gehört habe, die du gegen die Berge Israels ausgestoßen hast, indem du sprachst, sie sind verwüstet, uns sind sie zur Speise gegeben. So habt ihr mit eurem Mund gegen mich groß getan und viele Worte gegen mich geredet. Ich habe es gehört. Ja, Gott hat die Babylonier beauftragt, Gericht zu üben an seinem Volk. Und er hat sie ja später auch sogar dafür belohnt, haben wir vor ein paar Tagen gelesen. Aber die Edomiter, die nicht dazu berufen waren, dieses Gericht zu vollstrecken, die hat er bestraft, weil es nicht ihr Business war sozusagen. Es war nicht ihre Aufgabe, so grausam zu sein vor allem. So spricht Gott der Herr, wenn sich die ganze Erde freut, so will ich dich zur Wüste machen.
Wie du dich gefreut hast über das Erbteil des Hauses Israel, weil es verwüstet wurde, so will ich auch mit dir verfahren. Du sollst verwüstet werden, Gebirge Seir, und du Edom insgesamt. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und zum dritten Mal kehrt dieser Refrain wieder. Gott wünscht sich, dass sie erkennen, dass Gott der Mächtige ist und dass sie Furcht vor ihm haben und dass sie sich zu ihm bekehren. Und nun beginnt in Kapitel 36 die Verheißung darüber, dass sein Volk zurückkehren wird. Du aber, Menschensohn, weissage über die Berge Israels. Also das ist jetzt der Kontrast. Erst das Gebirge Seir und nun geht es über die Berge Israels. Ihr Berge Israels, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr, weil der Feind über euch gesprochen hat, haha, die ewigen Höhen sind unser Besitz geworden. So weissage nun und sprich, so spricht Gott der Herr. Darum, ja darum, weil man euch verwüstet und von allen Seiten nach euch geschnappt hat, so dass ihr den übrigen Völkern zum Besitz geworden seid und weil ihr ins Gerede der Zunge gekommen und zum Geschwätz der Leute geworden seid, darum, o ihr Berge Israels, hört das Wort Gottes des Herrn. So spricht Gott der Herr zu den Bergen und Hügeln, zu den Gründen und Tälern, zu den öden Trümmern und verlassenen Städten, die den übrigen Heidenvölkern ringsum zum Raub und zum Gespött geworden sind. Hesekiel spricht hier zu den verlassenen Städten, zu den Ruinen. Und das ist schon ein bisschen die Vorbereitung auf das, was wir in Kapitel 37 lesen werden, nämlich wenn Hesekiel zu den toten Gebeinen spricht. Hier sind es erstmal nur die verlassenen Städte. Ja, darum spricht Gott der Herr so. Für wahr, in meinem feurigen Eifer rede ich gegen die übrigen Heidenvölker und gegen ganz Edom, die mein Land in Besitz genommen haben und die sich von ganzem Herzen und mit übermütiger Verachtung gefreut haben, sie auszustoßen und zu berauben. Also weil sie dieses Ausrauben mit solcher Verachtung und Grausamkeit und so Skrupellosigkeit verübt haben, deswegen werden sie so hart bestraft. Darum weissage über das Land Israel und sprich zu den Bergen und Hügeln, zu den Gründen und Tälern. So spricht Gott der Herr. Seht, in meinem Eifer und in meinem grimmigen Zorn rede ich, weil ihr Schmach von Seiten der Heidenvölker erlitten habt. Ja, und Gott sagt, ich ereifere mich für euch, ich ereifere mich für mein eigenes Volk, weil ich euch wiederherstellen will. Aber nicht nur euch, sondern auch meinen Namen, weil ich wieder zeigen will, auch den Völkern, den Heiden drumherum, dass Gott der wahre Gott ist, dass er Völker zerstreuen und wieder sammeln kann, so wie er es möchte. Und das sagt viel über Gottes Macht aus. Und im Buch Hesekiel sehen wir auch immer wieder, wie wichtig Gott die Heidenvölker sind. Es geht ihm nicht nur um sein eigenes Volk, um es zu retten. Es geht ihm immer auch darum, dass alle Völker drumherum erkennen, dass er Gott ist. Und vielleicht können wir das heute mit in diesen Tag nehmen, dass auch ihr das, ja, den Gedanken mitnehmt, dass ihr Gott vor anderen bezeugt und dass ihr ihn weitergebt und dass ihr ein Licht seid und das Evangelium in andere Herzen strahlt. Das wünsche ich euch. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir deine Boten sein dürfen, dass du uns benutzt als deine Werkzeuge, um das Evangelium in die Welt zu bringen. Lass uns heute ein Licht sein, vielleicht in eine dunkle Finsternis hineinscheint und einem Menschen trösten oder ihm helfen. Hab du Dank dafür, dass du uns solche Begegnungen schenkst. Amen.